wenn wir schnell waren, komme ich, schaffe ich es vielleicht noch an seine Leiche ranzukommen. Ansonsten, nope. Komm schon, Baby. Liegt da noch am Boden für Papa. Jo, die spawnt. Nein. Willkommen in meiner Welt, Leute. In der Welt, wo, ja, solche scheiße Alltag ist. Ja, klasse. Oh, ich hasse sowas. Da kannst du gleich mal, wie viel kann ich in die Tolle kloppen? 14.000, ja, super, schön. Egal, ich hätte da eh keine Gegenstände bekommen, es macht nichts. Aber die trotzdem, die Erfahrungspunkte für Dummheit weggeschmissen, das ist nicht gerade das, was ich so super geil finde. Oh, ich hasse sowas. Mann. So, warte, das ist die Nesting Way Safari, auf die habe ich keinen Bock. Ist einfach mal Tatsache. Gut, dann gehen wir halt zu den unfähigen Anführern, da muss ich irgendwas machen. Damit ich hier bei denen im Ruf steige. Ansonsten gucken die mich nicht mal mit ihren scheiß Arsch an. So, dann kann ich mal einer Gruft wegschmeißen. Euch hier Krypta, aber dafür muss ich mindestens noch ein Level aufsteigen. Weil nur mit zwei Level Unterschied kriege ich dort auch Quests. Aber es ärgert mich trotzdem. Das ist genau das, was ich meinte mit meiner Dummheit. Ich mache mich hier gerade selber fertig, aber es ist halt so. Das ist genau nichts anderes. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert, sonst hätte ich ja gesagt, up. Shit happens, aber in diesem Fall, das ist nicht das erste Mal. Fucking Kacke, ey. Ich sollte mir wirklich mal die verdammten Scheiß-Quests mal wenigstens kurz anschauen und schauen, was ich brauche. Meistens nehme ich sie einfach an und dann konzentriere ich mich einfach nur auf den Bildschirm. Oder ob die FPS flüssig läuft. Geil, ja, ich... I love it! Kacke, ey, ich hasse sowas. Egal, kann man nichts machen. 14.000 im Arsch. Könnte zwar nochmal Mana-Gruft machen, aber wegen so einem Bullshit. Na, meid. Das ist nicht drin. So, als nächstes steht dann an... was war das denn? Euch in Krypta, ne? Ja, da gab's nicht viele. Gab's nur das Gummibärchen-Schwert, ne? Einen coolen Paladin-Helm. Den fand ich eigentlich damals gar nicht so schlecht. So. Irgendwo ist der unfähige Anführer. Wo ist er denn? Joren Todauge möchte, dass ihr Killraff sucht und mit ihm spricht. Who the fuck is that piece of shit? Ich hab jetzt einfach mal wirklich, bin ich unnötig dahin geflogen, nur um die Quest zu bekommen, hierhin zu fliegen. Mann, mein Leben ist wunderschön. Aber auch wie gesagt, ich habe mit der Horde noch nie gequestet, also gucken wir mal. Raus damit! Ah, okay! Musste sein. Seid sicher. Jetzt bin ich den wenigstens neutral eingestellt. Die hassen mich nicht, aber geil finden die mich auch nicht. Ich bin eine verdammte Blutelf. Die einzigste Rasse, besser gesagt, die ist sexy. Neben den Nachtelfen. Ihr geht auf. Bitte so. Ah. Ach, cool. Ja. Es klingelt. Aber ich kenne mich, wie gesagt, null aus. Das heißt, ab hier ist es wirklich nur noch, wie sagt man so schön, blind Let's Play. Weil von hier aus weiß ich nicht. Ich habe weder für die Horde hier irgendwie geburning crusaded, noch, noch Wrath of Lich King. Also das... Ab hier weiß ich nicht mehr, was so abläuft, was man hier so machen kann. Finde ich aber gut. Dann bleibt die Überraschung etwas größer. Ich muss ja aber welche von denen töten. Ich habe außersehen den zu früh geplättet. So. Komm her, Bitches. Taste my... Blade! Okay, noch zwei von euch und dann sind wir hier durch. Kann ich mir meinen Ruf bei denen wieder erarbeiten. So, komm her. Numero... Denn! Bye! Okay, ich bin durch. Söchen, mein Freund. Zeig Kiref in die Mail damit, dass die aus den Ogre geprügelt haben. Okay, cool. Informations.
Eine Kassette. Kann ich aber wenig mit anfangen, bin kein Schurke. Und sie mir auch, ist auch eigentlich nicht so wichtig. Lokta. Kraft. Oh nö, jetzt war... Nee, oder? Jetzt will ich wieder zurückfliegen. Nee. Ich weiß ja, dass Killruff, der ist ja, der spielt ja momentan im Warlords of Draenor wieder eine Rolle, weil er da irgendwie mit dem neuen 6.2 Patch irgendwie von Gul'dan korrumpiert wurde mit diesem beschissenen Blut. Deswegen sagt mir der Name Killruff was. Aber ansonsten mache ich hier eben einen kleinen Jump Cut, weil wer will schon sehen, dass ich wieder 1000 Meilen wieder hinfliege. So, back at the club, bitches. Und ich habe irgendwie den Post vom Postmeister. Wenn es jetzt dieses beschissene Herz ist, lache ich. Wenn es das, meistens ist der Postmeister, gibt er dir Dinge, die du vielleicht vergessen hast, irgendwo aufzuheben. Wenn es das Herz ist, lache ich. Nein, es ist der beschissene Bogen. Beschwere ich mich zwar nicht, gibt Geld, aber lustig wäre es trotzdem noch gewesen. So, wir sind zurück. Thrallhall! Yo, Thrallhall, man. Oh, Fralle. Für die Horde. Fralle Halle, Alter. Fralle Halle. Krieg ich kaputt. Jetzt auf einmal, jetzt wo ich neutral bin? It's raining quest. Was braucht ihr? Halleluja, it's raining quest. Alter, das regnet ja nur so von Dingern. Thrallhall. Gibt's irgendeinen Motherfucker, den ich aus Warlords of Draenor kenne? Lokta. Nee, ne. Für die Horde. Yeah, bitches. Wow. Es ist schwierig zu sagen, wo wir hingehen wollen. Ich will jetzt nicht wieder dahin fliegen. Also da hat mir der eine Flug gereicht. Das machen wir in der nächsten Folge, wo wir nochmal einen Flug dahin starten. Wir starten erstmal den Flug nach dahin. So, das ist ja gesucht. Sorbo, der Berater. Keine Ahnung, was das für ein Huren ist. Warte mal, hier ist noch was. Hallo? Was versteckst du dich hier? Meldet euch bei... Ah, ja, das waren diese Assis, ne? Das Konsortium braucht uns. Ja, da bleibe ich noch. Also, die Quest behalte ich für den Fall, dass man da ein bisschen extra XP sammeln möchte. Aber wie gesagt, wenn wir in Schattenland, in Schattenmontal wollen, müssen wir Level 67 erreichen. Also, ein Level kurz vor der Dings da. Ansonsten wird das erstmal ein kleines Problemchen. Vor allem muss ich mal gucken, ob die Arena-Quest schon für mich zugänglich ist. Aber ich glaube, die ist erst ab 65 da. Okay. Whatever that was. Ihr seid doch schon tot, warum macht ihr noch diese komischen... Ich glaube, die Voice-Files sind down oder gebuggt oder keine Ahnung. Ich bin außer Reichweite. Die stöhnen, obwohl sie schon tot sind. Nicht bereit. Das ist nachhaltige Stöhnen. Das lädt immer noch auf. In der Pornoindustrie sehr weit verbreitet. Etwas anvisieren. Nicht, dass ich Porno schaue. Ich kann das noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. So, da haben wir das. Dann wollen wir nochmal einen von dich. Mister, ich kann das noch ich benutze nicht meine ich fucking Pfannen als Brustrüstung, um einen Sixpack zu verbergen. Dieser Zauber ist auf jeden Fall gut gelungen hier, die Panzerung der Oger, ne? Hier, wenn man nur sieht, was man so aus einer Pfanne und ein paar Tellern machen kann, ne? So kann man sich sogar ein BH daraus basteln. Das ist ja der MacGyver von Dingens. Der MacGyver von... ach scheiße, die Quest kann ich nicht annehmen, ne? Muss 65 werden. Dann können wir, glaube ich, die Quest hier annehmen. Aber ich glaube, der Typ ist der MacGyver der Kleidung. Der kann sich schön was zusammenbasteln. Hier. Aus einer Pfanne und zwei Bechern. Oder Tellern. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Gut, das waren die. Jetzt brauche ich nur noch Zobo, der Berater. Dann sind wir hier schon mal durch, ne? Okay, die Schamanen brauche ich nicht. Durch dich fliege ich einfach so durch. Oh! Was für ein Babo ist das denn? Er greift mich mit einem fucking Totemann. Ja, that doesn't work, my friend. That doesn't work, my friend.
Ich wollte dich am Leben lassen, aber du willst ja kämpfen hier. Ihr fucking Birin-Yoai. Gut, dann hätten wir das abgeschlossen. Damit müsste ich meine Neutralität... Wie heißt diese Asis nochmal? Magta, ne? Ja, ich glaube, mit der Quest sollte ich meine Loyalität ihnen gegenüber bewiesen haben. Was ist das? Ist schon lustig. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Ihr seid zwar ein bisschen stärker. Ich kann das noch nicht wirken. Aber no problem, no problem hier. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Nichts, was Papa hier nicht selber geregelt bekommt hier. Bam! Hammer in UI. Und hier, für dich gibt's ein Schwert im Gesicht. Das nenne ich mal ein Pfund. Zwei Stück. Oh! Oh, ich soll das Karo springen. Dem Milchbubi. Ich mag ja seinen Vater. Ich mag ja Grom. Grom ist cool. Fand ich ja im Warcraft 3 Universum, fand ich ihn ja wirklich richtig cool. Also seine Entwicklung, oder habe ich auch mal erzählt, glaube ich, seine Entwicklung, seine Entscheidung, die er dann getroffen hat, dass er sich dann durchs Blut korrumpieren lassen soll und wie, und fand auch, und das ist wirklich der einzige, bei dem ich für die Horde Trauer empfinde, der einzige, bei dem ich es schade finde, dass er gestorben ist. Kraft und Ehre. Hey, Saufang, der Jüngere, du lebst ja noch. Vorwärts zum Sieg. Wrath of Lich King lebst du ja nicht mehr. So, genug gespoilert. Aber ja, dass er da gestorben ist, das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Denn ich fand ihn eigentlich ziemlich badass, Motherfucker. So ein richtiger badass Motherfucker, wenn man das so sagen will. Aber bin froh, dass er mindestens im Warlords of Draenor wieder auftaucht. Und da bin ich auch wirklich gespannt, was für eine Rolle spielen wird. Wird er unser Endboss sein? Momentan, wenn man den Trailer für 6.2 gesehen hat, ist er ja alles andere als ein Gegner. Ich glaube, der ist sogar jemand, der sich mit uns später verbünden wird. So in etwa. Und da bin ich gespannt, was er noch für eine Rolle spielen wird. Wird er denn der Endboss? Wird er es nicht? Ich hoffe mal nicht, denn ihn nochmal sterben zu sehen ist irgendwie nicht so cool. So, irgendwo hier muss doch ein Gefangener sein, den man hier befreien kann. Der startet dann eine Quest. Oder war der da oben? Nee. Oder war er hier? Also soweit weiß ich das noch, dass es hier... Ich kenne mich mit der Horde überhaupt null aus, aber es gab ja bei der Allianz das auch, dass es hier einen Johnny gab, den man hier irgendwie herausbegleiten kann. Ich weiß nicht, ob die das in der Horde das auch noch haben oder nicht. Muss ich gleich mal schauen. Schon witzig, dass es One-Hit-Wonders sind. Hier, 20 Meter Arm in die Fresse. Das lädt immer noch auf. An die Reichweite werde ich mich immer noch nicht gewöhnen können. So, was hat er mir da gegeben? Fucking Zauberstab. Ich brauche noch eine Götze. Ah nein, die brauche ich nicht. Die Götzen habe ich. Wenn Götze dich töten, das ist nicht so. Ich töte lieber die, die ich noch brauche. Ungefähr so welche hier. Ich kann das noch nicht. Die Strauchdiebe. Die One-Hit-Wonders. So. Immerhin, wir sind schon mal an dem Punkt angekommen, wo wir einige nicht mehr brauchen. An dem Punkt muss man erstmal ankommen. Das lädt immer noch auf. Okay, die Räuber habe ich zwar noch nicht komplett durch, aber... Joa. Ich kann das noch nicht wirken. Get over here, bitch! Fucking Hammer in your eye. Kam nicht mehr dazu, weil du so schwach bist. Das lädt immer noch okay, die Tatsache, dass sie es überlebt haben... Dieser Zauber ist noch nicht bereit. ...war schon bemitleidenswert. Ich will sie ja hier aus ihren... Hartz-IV-Situation herausbringen. Wirken. Seien wir mal ehrlich, so ein Sklavenarbeiter für diese Motherfuckers ist nicht gerade sehr... Naja. Ich will mal jetzt nicht hier irgendwas sagen, aber... Toll und super geil ist in meinen Augen was anderes. Ach, da ist er doch! Gerespawnt! Hallo, my friends! Der Johnny an sich fehlt, der die Quest hat. Das finde ich ja irgendwie nicht so gerade cool. Vielleicht spawnt er gleich so. Nee.
Ja, das ist mir dann kackegal. Ich hab versucht, mich hier hilfreich zu sein, aber wenn der nicht, der will er nicht.